praktisch. Wieso greifen die die nicht an? Und was macht das spartanische Schiff da? Ja, egal. Das ist doch sowas. Ich hab mir keine Sorgen gemacht. Die anderen sind ja ein Grundding. Was ist? Ich kann nicht halt durch die laute Trommelmusik nicht hören. Wo ist der Gegner? Keine Ahnung. Bam, bam, bam. Na gut. Die Meter nur dahin treiben. Ruderer bereit machen! Los geht's! Du hast das Töten meiner Entführer mehr als wettgemacht, Söldnerin. Danke. Ja, pass auf dich auf, sag das nächste Mal die Wahrheit. Sei so gut und sag deinen Schwestern das nächste Mal die Wahrheit. Wir werden sehen. Gib mein Geld für etwas Sinnvolles aus. Und wünsch mir Glück. Viel Glück. Nicht cool. Schaden um. Was? Ich habe eine neue Gravur. ich will mal kurz schauen, kann ich. Nein, kann ich nicht. Boah, einfach mal ein bisschen Krimskrams wegmachen, was wir nicht brauchen. Wir können eigentlich ja das alles dann mal verkaufen, ne? Das, was wir nicht wegmachen können. Das können wir dann verkaufen. Ja. Okay, wie sieht es eigentlich gerade hier aus? Alter, hier gibt's drei unentdeckte Dinge, okay. Warte, ich mach mal hier die bisschen weg, mache ich da. Ich würde gerne hier mal ein bisschen mich umsehen. Bevor wir dann. Oh, neue Gravur, 15%. Kopfschussschaden. Das ist natürlich heiß. Okay. So. Ach schön. Schnellreisen aktiviert. Da ist ein. Genau. Da ist ein Schmied. Da will ich auf jeden Fall hin. Wo ist der Schmied? Da ist der Schmied. Gib dich nachher ein Mikronos. Noch nicht. Ja, hier ist alles noch in Ordnung, ne? Uiuiui, ein törichtes Unterfangen. Ich brauche Hilfe von jemand, der stark und verlässlich ist. Er sollte keine Angst vor Löwen haben. Ich habe keine Angst vor Löwen. Ich mag den nur nicht. Ja, das akzeptiere ich. Ah, das war ausgegraut, weil ich das. Also beim anderen. Weil ich das schon. Akzeptiert habe. Terpe der Funken
hat etwas über mich herausgefunden. Ich kann nicht zulassen, dass der Rest des Dorfes davon erfährt. Wer stark genug ist, ihr den Gar auszumachen, im Winken Drachmen. Nö. Also wenn die etwas Blödes über den herausgefunden hat, dann ist es doch seine Schuld, dass er was Blödes gemacht hat. Piratenschiffe stellen eine Bedrohung, oder? Ja, naja, irgendwann werden wir sicher Piratenschiffe töten, umbringen, niederreißen. Ja, mach ich mal alles. So. Ach, voll schön. Milchstraße. Was brauchst du? Verkaufen? Wieso kann... Ich kann so wenig verkaufen, nur. Schwere Keulenschaden. Wieso kann ich hier nur die verkaufen, die ich zerlegen kann? Höchstleistung Schaden. 10 plus. Nee. Attentatschaden. Schaden gegen Spartaner. Adrenalin. Ja, Berserker-Axt ist ziemlich heftig, aber für eine Frau nicht sehr passend. Vielleicht noch Hinweis. Ist allgemein ziemlich lustig, finde ich, dass. Also das habe ich noch nie so gesehen, aber. Das haben ein paar YouTuber eben auseinandergelegt. Wieso kann ich es nicht verkaufen? Wahrscheinlich kein Geld mehr. Auseinandergenommen, dass bei allgemein bei so Roleplay, sei es jetzt Pen and Paper oder Alter, 1000 Schaden, ui. Oder ja, Rollenspiel allgemein, dass da immer Stärke, also mit Stärke skillst du deinen Schwertkampf. Und mit Geschicklichkeit skillst du so Bogenschießen und so weiter. Das ist halt genau andersrum. Also Stärke ist eigentlich Bogenschießen, deswegen ist eigentlich untypisch, dass die Frauen Bogenschießen. Also vor allen Dingen für früher, wo die Bögen wirklich die Rüstungen durchschlagen mussten, dann da hatten die Bögen halt über 120 Pounds und das ist halt ja, also ich kann nicht mal 60 Pounds ziehen oder gerade so, aber das fand ich echt lustig oder echt interessant, ist halt wirklich so gut. Den kann ich auf 986 hoch. Kritischer Schaden, Giftschaden, Attentatschaden. Also der Giftschaden, ja, nee. Den Giftschaden brauche ich halt nicht. Alter, schon 1000 Schaden. Oh, ich werde so schnell erwachsen. Vorher war es schon krass, wenn die 20 Schaden hatten. Aufladetempo des Bogens, Jägerschaden und Raubtierschuss. Raubtierschuss? Ah, das ist halt das mit dem Lenken, das mache ich ja nicht. Mir kommt so vor, dass man legendäre Items krasser verbessern kann, ne? Stimmt das? 4000 kostet das. Rüstung. Damit warte ich mal kurz. Oder kurz, also gravieren. Kritischer Schaden. Da will ich mal kurz schauen.
50% Schaden mit der Fähigkeit Ares, Schlachtruf, Spartaner, Schildbrecher, Raubtierschuss. Mache ich alles nicht. Upsi. Ups. Okay, Fallschaden, Jägerschaden, Gastschaden. Okay, für den habe ich. Was los? Nix Neues. Okay, Raubtierschuss. Schade, wieso kann ich bei dem. Weil ich bei den anderen das schon habe. Warte mal, ich schau mal kurz. Habe ich da schon was? Okay, da kann ich keinen Damage machen. Abklingzeit für Heldenschlag. Brauche ich nicht, weil ich hundertprozentig Abklingschaden-Ding habe. Jägerschaden. Adrenalin bei erfolgreichen. Nein. Kopfschussschaden. Jägerschaden. Gibt es hier auch nichts Besseres? Nee. Ich kann halt bei dem. Kann ich halt den Heldenschlag noch heftiger machen. Kopfschussschaden ist hier halt 15% ist eigentlich auch ganz gut. Ich graviere mal Kopfschussschaden rein, weil der Heldenschlag macht eigentlich eh schon. Also 25%. Dann würde er halt 50% machen. 50% ist auch schon heftig. Okay, egal. Schauen wir dann. Dank. Gerne. Das schauen wir dann mal woanders. Gut. Oder woanders, also wann anders. Gut, also das da werden wir mal zuklappen. Trifft dich ja auf Naxos mit Myrine. Nachdem sie in der ganzen griechischen Welt nach ihrer Mutter gesucht hat, wurde Cassandra endlich fündig. 17 Jahre alt. Oh, okay. Ich will das noch. Ich will das jetzt noch machen. Ich meine, wenn wir jetzt wirklich unsere Mutter treffen, es wäre dann unlogisch, dass die Cassandra irgendwelche Nebenquests dann macht. Also wir werden auf jeden Fall hier nochmal vorbeischauen. Was ist denn los? Und genau. Stehst du immer noch hier? Du bist frei! Entschuldigung, ich muss hier vorbei. So. So. Aber finden wir jetzt wirklich unsere Mutter? Krass. Die fighten jetzt schon wieder mit so einem. Oder? Dein Herzschlag ist genauso laut wie das Meer! Wir nähern uns Naxos. Bist du aufgeregt? Nervös. Was soll ich ihr sagen? Du bist durch die halbe griechische Welt gereist, um sie zu finden. Du musst überhaupt nichts sagen. Einfach nur da zu sein wird reichen. Aber was, wenn sie von mir enttäuscht ist? Hör zu! Uns steht ein Kampf bevor! Wieso wirst du jetzt Stress? Ich fahr doch nur durch. Oh nein, ich kann nicht anlegen.
Okay, dann Rückwärtsgang. Oder willst du jetzt überhaupt kämpfen? Entscheid dich mal. Endo kämpfen? Ja, ja, mit. Tja. Dann. Ich würde sagen. Jetzt bin ich auch ein bisschen aufgeregt. Let's go, let's go, let's go. Blödes Schiff hat ein Gespräch unterbrochen. Ja, total. Das ist ein Ausrufezeichen. Aber jetzt nicht. Jetzt gibt es ja nur Mutter. Glaube ich, nochmal interessanter, wenn man bei solchen Spielen kein GPS-Signal auf der Person dann hat. Oder halt, wenn man sich halt, keine Ahnung, zu random Personen hinstellen kann und die fragen kann, so, ja, kennt ihr jemanden namens Phoenix oder heißt die so? Wäre auf jeden Fall sehr viel cooler, also realistischer, aber würde halt sehr viel mehr Zeit. Ich schätze, Sie glauben, wir könnten uns besser konzentrieren, wenn Sie uns trennen. Wenn du nicht ständig Witze über den Befehlshaber machen würdest. Wirklich faszinierend. Naja, war trotzdem schön, mit dir zu arbeiten. Ich bin sicher, du kommst auch ohne mich klar. Oh, schön. Hätte ich gar keinen Bock drauf. Ich darf anscheinend hier sein. Aber wieso... Okay, let's go. Ich lasse mich nicht einschüchtern. Treff die Vorkehrungen und verdoppelt die Patrouillen. Wenn Paros sie entsendet, will ich sofort wissen, wenn sie da sind. Ja, Archon. Aber Archon, bitte, die Jesus, Händler sind... Ich verstehe deine Bedenken. Aber der Schutz der Stadt und der Steinbrüche hat oberste Priorität. Ihr dürft gehen. Nee. Die Beratung ist beendet. Cassandra? Wie? Oh. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich dich noch immer fallen. Ich dachte, du wärst... Alexios lebt noch. Er ist bei Ihnen, oder?
begann ein ganz neues Leben. Kannst du das verstehen? Und jetzt erfahre ich, dass du lebst. Dass ihr beide lebt. Dich gefunden. Dein Bruder. Wir müssen ihn zurückholen. Dafür ist es zu spät. Ich habe euch einmal im Stich gelassen. Das reicht. Was hast Wie du... Wie hast du... Ich habe eine Menge Fragen. Die haben wir beide. Aber frag. Ich antworte so gut ich kann. Oh, das ist voll süß. Wer ist mein Vater? Okay. Gleich zur Hauptfrage. So. Okay, nee, erstmal, was ist mit dir passiert? Was passierte in der Argolis nach jener Nacht? Ich fand deinen Bruder und brachte ihn zu dem Arztgehilfen Hippokrates. Ich hielt dich für tot. Ich wollte euch nicht beide verlieren. Ich sprach erst kürzlich mit ihm. Diese Nacht verfolgt ihn immer noch. Es brach mir das Herz, als mir die Heiler des Asklepios von Alexios Tod erzählten. Ihr beide wart meine ganze Welt. Er hat überlebt. Sie haben gelogen. Sie haben wohl erkannt, dass er besonders war und übergaben ihm den Kult. Was meinst du damit, er war besonders? Was ist los? Soldaten von Paros haben in der Bucht angelegt. Nur wenige. Vielleicht ein Dutzend. Malaka! Timo, sammle die Truppen. Deine Fragen müssen warten, Kind. Ich möchte helfen. Kannst du mit diesen Waffen umgehen? Besser als damals, mit Sicherheit. Gut, komm. Wer greift da an? Paros, jenseits der Bucht. Es scheint, Silanos hat nun doch genug davon, den Marmorhandel zu teilen. Warum jetzt? Wir hatten immer Probleme mit Paros. Ich habe einen Angriff erwartet, nur nicht so bald. Dann ist es zu spät für Verhandlungen. Verbündete vergessen schnell ihre treue Schwüre, wenn sich eine Gelegenheit bietet. Warte, mein Pferd kommt nicht nach. Ach, jetzt. Na los! Oh, das war ein krasser Jump. So. Wow, war süß. Oh nein. Warum arbeitest du mit Sparta zusammen nach allem, was passiert ist? Paros hat sich mit den Athenern verbündet. Sie ließen mir kaum eine Wahl. Du brauchtest Hilfe. Eine Rivalität mit Paros ist das eine, doch sie machten einen Krieg daraus. Ihre Partnerschaft mit Athen war mehr, als Naxos schultern konnte. Oh, Entschuldigung. Bitte die Soldaten... Von hier oben. Das werden sie büßen. Sieg! Ihr Ja, ich... Was machst du denn da? Ich wollte eigentlich die 4 drücken, aber ich war zu spät. Oh, den habe ich nicht gesehen. Den habe ich auch nicht gesehen. Jetzt lass mich mal in Ruhe. Ich will den da. Verschwendung! Gut, wir haben gerade unsere Mutter und jetzt sterben wir. Oh Gott. Also, wie oft bin ich heute gestorben?
Mega peinlich.